So, servus, da sind wir wieder mal mit einem neuen Video. Und zwar ist jetzt 2021 und jetzt gibt es wieder das folgende Projekt. Wie damals möchte ich wieder mehr Vlogs machen, aber dadurch Rettung, wo ich jetzt bin zurzeit. Da mal was zum Tag, da mal nicht viel los, das ist zack. Jetzt kommt der Plan, wäre jede Woche ein Video. Jede Woche, das ist jetzt Wochen, Mittwoch von letzter Woche, Kalenderwoche 1. Und da kommt jetzt ein Video und da sind ein wenig die Highlights, was war ein wenig los, was hat sich da. Da kommen dann öfter Unboxings in die Videos, was wird kommen jetzt die Woche und das kommt da zusammen. Unten habe ich euch eingefügt die einzelnen Steps vom Kapitel. Das heißt, die Videos werden natürlich teilweise ein bisschen länger, weil es ab und zu ist viel los. Wenn jeden Tag was los ist, sind halt mehr oder weniger 7 Videos in einem. Sicher schneide ich nur das Wichtigste rein. Aber dann könnt ihr unten da richtig geil durchskippen. Vielleicht sagt ihr, hey, ich will nur den Gaming-Part zeigen, wie Mo, weil das werdet ihr dann da an der Stelle sehen. Da gibt es jetzt meistens jede Woche was, aber das wird da in einem extra erklärt. Und ja, so geht es durch. Ich bin immer dann dazwischen und sage ein wenig, was war denn da da? Und danach kommt der Clip. Und ja, da sind wir jetzt. Und Woche 1. Kommentiert es unten, was wollt ihr sehen? Wie gefällt es euch? Und natürlich entwickelt sich das jetzt noch das erste Wochen. Ist natürlich noch nicht ausgereift, aber hoffentlich wird das geil. Und dann starten wir los. Also, let's go. So, servus, da sind wir. Erster Tag, Montag, also Kalenderwochen 1, heute ist Montag, ich bin gerade dabei, dass ich den Gaming-Part von dem Video schneide, der kommt jetzt danach einmal, also Gaming mit Mo, seid gespannt drauf, aber mehr dazu kommt, und zwar tue ich jetzt gerade noch schneiden, nachher werde ich dann zu der Alina fahren, mal schauen, wie viel da gefilmt wird, immer dasselbe wie bei den alten Vlogs, und dann werden wir heute in Linz ein Sushi holen, da wird die Kamera auf jeden Fall dabei sein, schauen, wie viel heute los ist. Wenn was los ist, kommt was, wenn nichts los ist, kommt weniger. Das ist das neue System von den neuen Vlogs, dass wirklich nur eher die spannenden Sachen sind. Sicher wird dazwischen auch mal ein wenig so kleine Zwischenclips sein oder werden Sachen sein, wo ich sage, okay, vielleicht irgendein wenig Talk oder so. Aber auf jeden Fall, jetzt tue ich da gerade wieder schneiden, den Gaming-Part, der kommt dann noch. Und dann schauen wir, was sie heute noch tut. Ich habe Nachtdienst gehabt, dann habe ich am Nachvormittag jetzt eben geschlafen. Drum wird heute der Tag erst Mittag statt oder ein bisschen nach dem Essen. Und ja, dann bleibt's dran und wir sehen uns nachher. Ciao. So, jetzt sind wir vierte da mit Schneien und jetzt habe ich noch Zeit bis 3. Jetzt ist 3:45 und jetzt werde ich noch gar geschickt Trainer gehen und dann sehen wir uns nach dem wieder da. Servus. Und auch fertig. 4 Kilometer ist nicht viel, aber geht trotzdem bergauf und im Schnee. Zach. Aber jetzt wird wieder mehr gerannt. So, also fresh geduscht und jetzt hole ich da Talino. Sushi wird halt leider nichts, habe ich gerade vorher erfahren, weil die hat zu. Zum Today's Fit. Ich habe so eine auf Anzughose angelehnte Cargohosen vom H&M. Dann den geilsten Hoodie, finde ich, was es gibt zurzeit für mich. Richtig dick, richtig geiler Fit von Fear of God. Und gerade bin ich in Bordeaux-Rot für den Color Pop. Und dann einfach Basic Vans. Und dann ab zum Auto. Ciao. So, also wir sind jetzt da zu der Lina gefahren, die holen wir jetzt, die reden immer noch mit Gruppen und dann fahren wir gleich nach Weißenbach. So, also ihr habt jetzt den ersten Montag gesehen. Wie man sieht, einfach so ein Standardtag einmal, man muss mal schauen, wie man wegen reinkommt, bin nur bei der Alina gewesen, weil die fliegt ja am Freitag dann, das seht ihr auch im Video natürlich, fliegt ja nach Amerika für 13 Monate. Darum ist auch ein Grund, warum ich das jetzt mache, weil ich eben viel Zeit habe und ich eben auch wegen will, dass sie vielleicht mitkriegt, was daheim so los ist. Also das, dass ich es auf YouTube lade, ist eigentlich so wegen der Nebeneffekt. Sicher schaue ich ein wenig mit dem Gaming zum Beispiel, dass das ein wenig Unterhaltung ist. Aber hauptsächlich ist es für mich selber dann zum Anschauen einmal in ein paar Jahren oder eben für die Alina, die nicht da ist und weil ich halt jetzt viel Zeit habe. Und so möchte ich mir das ganze Jahr in einem Video mehrere Parts da zusammensammeln. Und ja, da waren wir ein wenig bei der Lina. Der Jens war am Abend und so ein wenig da.
weil Lockdown ist, man darf eigentlich nirgends sein, darum habe ich nur relativ wenig Leute jetzt dabei in die Videos. Und dann war mein Zuckt und nächsten Tag sieht man es dann wieder eher ein Standard-Tagesablauf. Ich sehe es da gerade, ich schaue da gerade ein wenig drüber. Da habe ich dann der Aline ihr Geschenk mitgegeben, was ihr heute gekauft habt für ihre Reise. Das seht ihr da dann jetzt. Und ja, seid gespannt. Sushi haben wir uns auch gehört auf die Nacht, das ist auch richtig geil gewesen. Also viel Spaß damit. So, wie schon gesagt, der Lina fährt jetzt dann nach Amerika und da habe ich eine Kleinigkeit, weil ich mir gedacht habe, irgendwas schenkt man normal, wenn man länger weg ist, so eine Erinnerung. Aber ich mir gedacht, so ein Fotobuch oder so, und da habe ich gedacht, nein, wie oft schaust du das an, Fotos hat es also für mich. Jetzt habe ich da so ein New One, so ein Halskettel, Halsketten gekauft. So, es ist zwar mehr oder weniger kitschig, weil es halt ein F ist, wenn man das sieht. Ja. Aber sie hat die Ketten aber gesehen und gesagt, mal, also was war voll cool. Sagen wir das. Das wird die Woche wahrscheinlich immer kriegen. Aber das zeigt wahrscheinlich jetzt eigentlich hin noch. Altes Papier, was ich da gerade. Du, jetzt würde mir das andere gefallen hat, was du weißt. Man darf vielleicht aus Bordeaux was geschrieben. Wie so ein Kind, das was sie so, wenn es von der Oma so ein Geld kriegt, das was sie so das Billett und so, also das Geld fällt unten so aus, also, mach so ein schönes Billett, mach ein Geld ist ja auch herinnen. Danke. Dass du was in Amerika mit hast. Da haben wir mal so was Cooles gekriegt. Zeig mal das Coole her. Und zwar haben wir da wieder was so Socken bestellt. Und da waren auch so Sockenreste, so Teile dabei. Und da kann man jetzt so ein Kuscheltier bauen. Und so ein Affen. Der ist eben aus so einem Bienenstoffsocken. Und den machen wir jetzt gerade. Der ist da mit so einer Füllung. Den haben wir da gerade schon gefühlt. Und da muss man dann da eben so einen Schwanz dran an und so Arm und so, und das machen wir jetzt gerade. Und dann kann dann die Alina nach Amerika mitnehmen. Alina Nähmeister. Nicht jetzt da das Gerät da zusammen. Da haben wir die Arme haben wir gemacht, nämlich, die sind so. Ziemlich geil. Die kommen jetzt da dran. Und dann gibt's noch ein geiles Tier. Yay! Kanister aus Leerchef. Sushi von Ibisu ist jetzt da am Start mit dem Mr. Mojo im Hintergrund. Mittwoch und Donnerstag habe ich dann mit der Rettung Tagdienst gehabt, das heißt, da sieht man nicht recht viel, da kommt aber jetzt dann ein Clip vom Donnerstag, wie ich mir auf die Nacht zu Alina gefahren bin, und am Freitag sind wir dann eben nach Wien gefahren und haben uns am Flughafen gebracht, da war jetzt dann der Abschied, und die zwei Clips von Donnerstagabend und Freitag, die seht ihr das nächste. So, also ich bin gerade vom Tagdienst heimgekommen, ist halt länger geworden, und jetzt holen wir noch schnell was vom Latina und dann fahren wir zu Alina, weil die fährt morgen weg, also bis gleich. Das geht. Das geht. Sag mal, der Schoki hier. Was? Der Schoki. Das ist aber fett. Fett. Schoki.
So, also wir sind jetzt wieder da in Lernföhn. Alina haben jetzt am Flughafen abgeliefert. Bin jetzt gespannt, wie es jetzt wird, weil trotzdem jetzt über 5 Jahre mindestens ein paar Mal in der Woche immer was mit ihr da und Kontakt gehabt und so und jetzt einmal 13 Monate weg. Bin ich gespannt, wie das wird, aber werde es ein wenig mitkriegen und jetzt fahren wir heim, schauen wir, was es heute noch so ergibt. So, sind wir wieder neu lahm gewesen und wie es vielleicht irgendwo schon mitgekriegt habt, sonst sage ich es jetzt, habe ich auf dem Schreibtisch da so eine Schaum stehen und da sind leider beide Fasselnägel dabei gehabt, hab gar. Und jetzt ist natürlich der scheiß Schreibtisch voll mit der scheiß Schank und die werden wir jetzt einfach gleich verheimen. Und zwar ist das so ein Schank von der Braunion. Blade heißt das. Du hast eben da oben so ein Fass rein und dann hast du da ganz normal deinen Zapfer, Tropftassen, Füllmengenanzeige, Temperaturanzeige, da hast du Beleuchtung, Kompressor lohnt sich auf. Also eigentlich richtiger geiles kleines Fassl, kühlt auch eben mit. Aber das stört eben da jetzt am Schreibtisch. Schaut rund um sowas, da ist so Metall. Oben siehst du eben dann das Bier, das alles beleicht. Aber das kommt jetzt weg. Wieder auf dem Platz, wo sicher. Da haben wir so eine geile Konstruktion auf so einer Bierkiste, wo man das draufstellen kann. Die steht da in der Garage neben den geilen Fasseln, da kann man sich ein wenig zusammensitzen. Jetzt gerade wegen Corona natürlich nicht. Ein Kachtel. Da haben wir noch geil customized. Da unten sind ein paar Dosen drin. Da ist halt so die Werkstatt. Da kann man sicher auch mal noch Videos, wo man da irgendwo schrauben, zum Beispiel da hinten bei dem Moped. Aber da ist jetzt die Schank wieder, wo es nicht gehört. Jetzt können wir. Ist ohne Job. Ich bin immer da. Weil da war ja schon mal drinnen war, aber. Ja. Das Overratedste ist diese Amanda Cerny. Die Hund hat ja. Die Hund ist ja generell ein bisschen angestrahlt. So, also jetzt habt ihr die Tage gesehen. Also der Abschied und so, das war schon alles sehr ungewohnt und ihr werdet jetzt in die Videos dann immer ein bisschen mitkriegen, wie es so. Also jetzt weiß ich schon, sie soll es auch kommen. Drüben ist alles wirklich super und Bier passt dabei alles, also das ist auf jeden Fall cool. Aber wie es halt dann wirklich ist über die nächsten Monate, wenn man sich so lange nicht sieht, kann man halt jetzt noch nicht sagen. Und jetzt geht es noch weiter mit dem Samstag und zwar war ich da eigentlich am Vormittag nur schnell auf der Asien und dann war ich den ganzen Tag mit dem Nick in der Werkstatt. Da habe ich eigentlich nichts wirklich gefilmt, nur wenn wir gleich ein paar Donuts gemacht haben, das seht ihr jetzt dann. Und danach kommt dann der Gaming-Part mit dem Mo, also viel Spaß. Oh, es ist jetzt Samstag in der Früh, ich war schon auf der Asi, sieht man vielleicht auch meinen geilen Arbeitsgewand fit, war gerade auf der Asi, habe jetzt den Müll weggebracht. Und jetzt holt mich dann der Nick, ja, und wir fahren zu Jana in die Werkstatt, da werden wir heute ein wenig schrauben. Mal schauen, ob wir, was wir da ein wenig filmen kann. Jetzt waren wir da nur in der Werkstatt und jetzt haben wir da mit dem Mo wieder den Abend schön ausklingen lassen und dann mit dem Herrn Mr. Mojo da ein bisschen COD zogen. Ja, wie immer gibt es ein Bier leer und das war's. Da sind wir. Hey Alter, ich bin noch nicht so weit. Angekündigt bis Depper. Jede Woche neu. Gaming mit Mo. Das ist der Mo. Der gaming-süchtigste Hammerer, den es gibt. Und der zeigt uns immer die krassesten Spiele, die was eigentlich kein Hammerer jucken und auch richtig scheiße sind, aber witzig sind zum Spielen. Und da werden wir heute Stick Fighter spielen. Das ist richtig. Ein richtiger feines Spiel. Und das werdet ihr sehen. Und jetzt geht's voll ab. Stick Fighter The Game gibt es im Steam Store, nicht für die Xbox, um 5 Euro. Und da geht's um das, dass man sich zu zweit da zusammendreschen kann und niederschießen kann.
kann man bis zu vier Spieler spielen. Und das ist einfach ein geiles Spiel, so viel zwischendurch. Das macht Fun. Und zwar geht es nur mal kurz zum Format. Jede Woche gibt es jetzt einmal Gaming mit Mo. Der sucht da geile Spiele aus, sowas wie das. So Spiele, die man niemals kaufen wird, weil man nur Spiele kauft, wo ich sage, okay, das sind geile Spiele, so wie COD oder so. Sondern so Minigames, was für mich so eigentlich Handyspiele sind. Und die werden wir da miteinander ein bisschen zocken. Und genau, um das geht's. Und das kommt jetzt hoffentlich jede Woche einmal kurz im Vlog. Und ich lust da schon komplett zwei noch hinten und jetzt reise ich mich da mal zusammen. Also, let's go! Aber mir steckt sowas in meinen Arsch. Ja, aber es tippt in eine Richtung. Fuck. Nein! Ja! Nein, die Schlangen! Mach ich immer noch, kann ich dich aber nicht anschießen. Haut's mir dann in den Tee. Das tut nicht gleich gehen. Das ist ja sehr interessant. First win! Jetzt bin ich drin. Jetzt habe ich mich eingespielt, jetzt bin ich warm. Warm warst du eh schon. What the fuck, die Gun tut null Damage. Habt ihr dir so fette weiße Laser streuen und dann tut so. Ich friere den. Jetzt ist der. Ist das ein Freeze Gun? Auf. Fuck. Oh, nicht so viel. Ja, die tut viel. Nice. Warm. Nein, die Schlange! Das selber um. Nein! Wie, warum stürzt das so über die ganze Map? Ja, die haben circa so 100 Kilo. Wer die Schlangen? Ja, aber ich triff nicht! Oder nicht um die Burg, die sich da trifft? Nein. Wack, was ist das? Das ist ein Schlangengun mit Flügeln. Was? Was? Die holt die jetzt. Ja. Alter, die ist so OP, die Gun. Was ist, wenn ich da drauf? Das ist. Wenn ich da drauf gehe. Alter, das Spiel ist very intense. Alter, das ist wieder das mit dem tepperten Ball. Ja, genau! Ja! Ja! Nein! Ja! Ja! Ja. Ja. Explodier! Nein! Der kommt nur mit zu dir. Nein! Ja! Alter, das ist so frech. Alter, Mr. Stickfighter. Ist es wieder das? Ma, na, hu! Oh ja! Nein! Ich hab dich gerne aufgenommen, was du gejobbt hast, und dann hab ich nicht mit dir gekillt. Ihr könnt es aber unten, habe ich sicher schon im Intro gesagt, ihr könnt es unten bei den Kapiteln da einfach genau das anschauen, was euch zahlt. Also, wenn ihr nächstes Mal zum Beispiel sagt, komplett geil, wir wollen nur das Gaming mit Mo sehen, dann klickt einfach drauf und klickt gleich mal auf Gaming mit Mo, und dann kommt ihr direkt zu deinem Gaming mit Mo! Okay, das war's von Gaming mit Mo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Stickfighter the Game. Geiler Scheiß. Und weiter geht's im Vlog. Das war's auch schon wieder mit der ersten Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt's in die Kommentare. Vergesst nicht, dass abonniert, dass ihr jetzt keine Wochen mehr verpasst. Und heute am Sonntag ist eigentlich nichts los. Ich bin daheim, vorher wegen FIFA gespielt. Es ist eigentlich nichts los. Vielleicht gehe ich nachher noch rein. Aber das war's mit der Woche. Und ja, wir sehen sie. Nächste. Bis dahin. Servus.